Polizeikontrolle am Kolosseum. Mittendrin Pang Bo aus der Zhuangzhou-Region. Er unterstützt seine italienischen Kollegen, wenn sie Touristen helfen müssen. 5 Leute, die könnten Chinesen sein. Wenn wir hinkommen, sagt Ni Hao. Tatsächlich, die Gruppe war eben erst in Schwierigkeiten. Es war erst vor 10 Minuten, jemand steckte seine Hand in den Rucksack. Bis ganz hier runter. Pang Bo übersetzt seinem italienischen Kollegen die Täterbeschreibung. Die Touristen sind froh, das internationale Team getroffen zu haben. Es ist wunderbar, wirklich hilfreich. Wir haben sie eben erst gesehen und es ist schön, in unserer eigenen Sprache reden zu können. Teure Kameras und Handys offen zur Schau getragen. So sind Touristen ein leichtes Ziel für Taschendiebe. Und viele Straftaten werden gar nicht erst angezeigt, wegen der Sprachbarriere. Aber gibt es auch Menschen, die die chinesischen Polizisten auf italienischem Boden als Einmischung sehen? Bisher gab es keine negativen Reaktionen. Wir hören nur positive Kommentare, sowohl von Chinesen als auch Italienern. Während der 2 Wochen in Rom ist Pang Bo zu einer Art Superstar geworden. Jetzt verlässt er Italien wieder. Im Gegenzug plant die italienische Polizei, in Zukunft die Kollegen in China zu unterstützen. Denn dort gibt es italienische Touristen mit Sprachproblemen.